Hallo ihr Lieben, willkommen zu Part 4 von Silly die Zauberin, das unter die Kategorie, oh mein Gott, Kindheitserinnerung fällt. Ja, das habe ich nämlich als kleines Kind gespielt und wir hatten in den letzten Parts die Hexenküche abgearbeitet, ja, und alle Zauberersprüche durchprobiert. Und mal gucken, was wir in den anderen Zimmern so machen können. Wir werden jetzt auf jeden Fall in das Große hier gehen, würde ich einfach sagen. Ich klicke es einfach mal an und mal gucken, was wir da so machen können. Ja, der Tisch tanzt. Süß. Da oben ist ein Rabe und ein kleiner Dino. Ich würde sagen, ich klicke mal wieder alles an. Und hier ist sogar wieder der Goldfisch, der vorhin in der Küche im Aquarium war. Oh. Coole Sache. Mal gucken, was man hier noch so machen kann. Was? Nein! Oh mein Gott, er ist echt abgestürzt. Lol. Das ist ja echt cool gemacht, oder? Ist das? Ah, das hatten wir schon. Naja, gucken wir ihm nochmal beim Abstürzen zu. 3, 2, 1 und... Das sieht so doof aus. So, was können wir mit dem machen? Ey, die Ideen sind einfach nur sowas von cool. Ja, ne? Ja. Oh Mann, was war das denn? Das ist ja gruselig. Was kann man mit dem machen? Was macht der denn? Der beschmeißt alle. Okay. Ein UFO! Lol. Kann man in der anderen Lampe was anderes machen? Nein, wollen wir nicht nochmal. Huch! Oh mein Gott. Bin ich aus dem Zimmer raus. Wenn ich mal auf Leertaste drückt, dann geht man aus dem Zimmer. Habe ich das gerade festgestellt. Okay, ja, machen wir mal weiter. Cool, sogar involvierte Fensterputzer, ja. Hightech hoch 10. Das ist ein Goldfisch. Horrorfilme werden hier noch ausgestrahlt. Ich glaub's ja nicht. Okay. Wenn ich hier drauf drücke? Kellner! Okay. Sieht aus wie ein Bär. Ein Teddybär irgendwie. Ist auch nicht. Okay, ja. Weiter geht's. Okay, das ist ein Besen. Oh nein, jetzt brennt er wieder, oder was? Shit. Wer kann denn, kannst du Wasser? Wer kann denn hier... Goldfisch? Goldi? Oh, danke. Und der Regenbogen. Lol. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Gibt's doch nicht. Der hat ihn auch angefackelt. Was ist das hier? Macht gar nichts. Ist doch ein Kissen. Okay.
Keine Ahnung, was das war. Es war merkwürdig, auf jeden Fall. Hier noch eine Schale. Was ist das für ein Spiel? Die Blumen haben es auf jeden Fall drauf. Die mag ich auf jeden Fall. Kann der Tisch noch was? Oh mein Gott! Ich habe echt keine Worte dafür. Das ist einfach nur so witzig irgendwie. Mit was man sich früher als Kind so beschäftigt hat, ja? Das ist unglaublich. Unglaublich. Damit habe ich meine Zeit verbracht. Ich habe alles angeklickt und mich dran gefreut. Okay, wie jetzt auch nach 10 Jahren. 10 Jahre später. Das war aber cool. Das muss man zugeben. Ich mag das. Nochmal. Ein letztes Mal. Sieht so doof aus. Keine Ahnung. Kann man bestimmt noch was anderes machen, wenn man aufs Zauberbuch klickt. Ich gucke hier schon ganz verstört. Ja. Was? Was war das? Und das Kissen sieht aus wie ein Käse. Ey! Das ist doch... Kennt ihr diese Jahrmarkt-Attraktion, dass man immer so... Wenn man so einen Hammer mal auf so ein Ding hauen muss, das war sowas. Das ist voll witzig. Autorennbahn, na klar, alles dabei. Voll der Jahrmarkt hier auf dem Sessel, es geht voll ab. Okay, ich denke, wir haben jetzt hier alles abgearbeitet. Die Tür noch nicht. So, gucken wir mal, was uns die Bilder zu sagen haben. Wow. 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 Der ist witzig. Hä, aber der macht gar nichts. Ich dachte, er erzählt uns was. Zilli erzählt uns bestimmt was. Hoppla, hier hat sich gerade etwas verändert. Was denn? Was? Hoppla, hier hat sich gerade etwas verändert. Das finde ich irgendwie überfragt. Was hat sich denn hier geändert? Warum erzählt sie mir das? Ich frage mal Zingaro. Okay, der lässt sich kämpfen. Ich dachte, man kann ja irgendwas... Ich mach mal den Zauberstab. Hi. Klick auf eines der Felder auf der Tür. Dann kann das Spiel beginnen. Suche nun mit dem Zauberstab nach einem Gegenstand, der ähnlich aussieht wie die Figur im Türfeld. Beeil dich. Du hast... Du hast nicht viel Zeit. Wieder lacht. Okay. Ein Drache. Was sieht denn hier aus wie ein Drache, das Ding hier? Der Käse? Ach hier. Das ist wirklich ein Käse. Was ist das denn? Was ist denn das? Das hier ist das. Soll das eine Glocke sein? Ich glaube schon. Ein Reifen. Sieht denn ja aus wie ein Reifen. Das hier? Tatsächlich. Das ist ja wirklich ein Teddy. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Das war wirklich ein Teddy. Bestimmt hatte ich das noch so
aus Kindheitstagen so unterbewusst. Keine Ahnung. Ein Haar? Okay, keine Ahnung. Das hier? Oh, eine Zuckerstange. Ach hier, Mensch. Ein Hufeisen. Anscheinend kann man das mehrmals spielen, weil hier waren ja noch zwei andere Sachen. Das wirst du wahrscheinlich hier oben irgendwie. Was ist denn ein Hufeisen? Ich weiß es nicht. Sieht gar nichts aus wie ein Hufeisen. Ach doch, hier das. Das ist aber nicht. Okay. Das ist ja knifflig. So ein kleines Kind wäre bestimmt sofort drauf gekommen. Wahrscheinlich auch jeder andere Mensch. Hä, wo sehe ich denn hier ein Hufeisen? Ja, das aber. Ach, das ist schon weggegangen. Ach so, jetzt muss ich was anderes suchen. Eine Flasche. Das sieht aus wie eine Flasche. Das ist eine Tüte? Was? Hä, was sieht denn aus wie eine Flasche? Ich stelle mich, glaube ich, gerade echt dämlich an, oder? Ey, der Tür zumacht? Ein Tropfen. Was ist denn ein Tropfen? Nehmen wir mal das. Nein, er macht es, glaube ich, zu. Das. Das sind Tropfen. Manu. Hä, was sind das denn für schwere Sachen? Warum komme ich da nicht drauf? Was ist denn das hier wieder? Sieht aus wie so ein... Hä? Also dieses Spiel ist so schwer für mich, habe ich das Gefühl. Was sieht denn aus wie sowas? Keine... Was? Nicht schon wieder das Hufeisen, nein! Keine Ahnung, vielleicht so ein Ding hier? Das sind Donuts. Warum kriegen wir nicht so einen Donut? Das wäre viel einfacher. Was ist denn hier bitte ein Hufeisen? Jetzt mal ganz im Ernst, das hier eigentlich... Ich finde, hier sieht nichts anderes aus wie ein Hufeisen. Komisch. Und ich schon wieder diese Note da. Hier irgendwas. Hier oben drauf. Wahrscheinlich denke ich jetzt hier gerade zu kompliziert. Das ist bestimmt irgendwas voll Simples. Und ich komme einfach nicht drauf. Oh Mann. Hier. Wassertropfen. Das ist aber ein Wassertropfen hier. Was sieht denn aus wie ein Wassertropfen? Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Das hier. Das Spiel ist doof. Es mag mich nicht. Das schon wieder. Mensch! Das soll eine Note sein? Ne, also da mache ich nicht mehr mit. Das ist keine Note. Toll, es kommt eine Note raus, aber... Ne. Das glaube ich jetzt aber nicht. Das ist kein Reagenzglas. Oh, nicht schon wieder das Tintenfass. Oh Mensch, ich möchte das Spiel jetzt aber gewinnen. Aber was ist denn hier bitte ein Tintenfass? Jetzt mal ganz im Ernst. Was sieht hier aus wie eine Tinte? Ich sehe es nicht. Der Rabe ist eine Feder. Ja. Das Buch. Dann, wenn es eine Tinte ist, das Buch bestimmt. Ja, vielleicht muss ich um die Ecke denken, dann ist er eine Träne. Was ist das denn?
denn gewesen? Was ist das für ein Spiel? Oh nein! Oh, das Wasser ist der Fisch bestimmt. Das Wasser ist der Fisch. Ja. Was? So. Das ist keine Musik. Okay. Okay. Das hier. Was ist das? Ich verzweifle hier gerade. Es gibt's ja nicht, dass ich hier so lange für dieses Spiel brauche. Ich komme mir gerade richtig blöd vor. Das hier. Ah, Hufeisen. Toll. Ganz, ganz toll. Das könnte auch mal ein Hufeisen sein. Das ist immer noch der Reifen. Okay. Was ist denn hier bitte ein Hufeisen? Warum kriege ich nicht sowas Einfaches? Ja, toll. Meine Güte. Ich kriege auch immer wieder dieselben Sachen, oder? In Tropfen. Das sieht aus wie einer. Das sieht aus wie ein Tropfen. Der Fisch. Ich probiere es nochmal beim Fisch. Nein. Nein, 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 nein. Oh, nee, ich glaub's nicht. Regen. Bestimmt dann hier das Fenster oder was? Ey. Das ist doch unfassbar. Wasser brauchen die Blumen. Das sollen Bienen sein? Oh, nein. Ich weiß nicht. Bestimmt denken Kinder so ein bisschen anders. Hoffe ich mal. Bitte schreibt mir alle in die Kommentare, dass ihr es auch nicht rausgefunden hättet. Dann fühle ich mich ein bisschen besser. Oh Mann, das ist gerade echt. Mach das zu, das dumme Ding. Warum macht er das jetzt nicht mehr zu? Ich habe das Ding rausgefunden, möchte das nehmen. Oder hat er mich jetzt aus dem Spiel rausgekickt? Hier passiert gar nichts mehr. Ich glaube, ich darf das Spiel nicht mehr spielen. Ich muss nochmal neu. Ich war zu schlecht. Jetzt aber. So, den haben wir. Vielleicht können wir jetzt dasselbe nochmal. Ein Käse. Das sind jetzt andere Sachen. Aber wir haben jetzt schon so gut wie alles rausgefunden. Oh Mann. Das Spiel. Die Note. Vor allem, ich habe die ganze Zeit gesucht, was so aussieht wie das. Und nicht, was ich damit... Schuhe, okay, das kann ich noch. So, und das Letzte. Nein, nicht das doofe Tintenfass. Was will das denn? Was sieht der... Das könnte noch ein Hufeisen sein, aber falsch rum. Ist das ein Tintenfass? Nein, aber das Buch vielleicht. Das soll eine Brille sein? Ich glaube, ich verwechsle da irgendwie was. Eine Schere? I'm confused. Da! Wir haben's! Sehe ich das jetzt? What? War es das jetzt? Nicht dein Ernst, das war's jetzt. Mach die Tür auf. Das ist ja jetzt blöd. Ich dachte, ich krieg jetzt hier irgendwas Cooles. Macht der irgendwas? In dem Zauberstab machen die Sachen andere Dinge. Ach so, das hatten wir ja schon mal. Silly? Oh, die hat mir geklaut. Machen wir das Spiel mal noch einmal, okay? Wir wissen ja jetzt so gut wie alles. Ich will nur mal wissen... Eine Leiter? Das hier. Das ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Das hier. Ja. Soll ich
würde mich freuen, wenn ich mal eins finde. Kriegen wir da immer... Ich will wissen, ob es noch was anderes gibt als das Auto, als Geschenk. Was ist denn das? Eine Schlange. Ah. Das hier? Was ist das denn? Das ist auch was ganz Neues. Wahrscheinlich für die Fortgeschrittenen. Was denn sieht denn hier aus wie ein Turm? Ja, das ist es nicht. Keine Ahnung. Was ist denn hier ein Turm? Ein Hut. Ach, der hat einen Hut. Ach, das ist es nicht, oder? Hä? Ich bin verwirrt. Das Stoffkissen. Das soll der Turm sein, ganz im Ernst. Das ist unfassbar. Und das war bestimmt der Hut. Teddy, den kennen wir doch. Ich will jetzt wissen, ob das der Hut ist. Ein Geschenk. Ja. Na klar. Ich verstehe die Logik nicht, die dahinter steckt. So, wenn sie irgendjemand verstanden hat, ich bitte um eine Erklärung. So, mal gucken, ob wir jetzt noch was anderes kriegen. Was? Was war das denn? Oh mein Gott. Das war gerade... Ich weiß auch nicht. Ich habe dafür keine Worte. Es war gerade einfach nur witzig. Okay, noch eine Runde. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt eigentlich alles abgearbeitet. Na gut, wir machen es noch ein letztes Mal. Das ist hier. Das hätte ich niemals rausgefunden, wäre ich da nicht zufällig drauf gekommen. Der Käse. Das ist ja noch leicht, damit zu verbinden. Aber bei so manchen Sachen fragt man sich doch, warum ist das ein Turm, dieses karierte Kissen? Ich weiß es einfach nicht. Das hatten wir auch schon. Das verstehe ich ja noch, wegen dem Netz. Aber, weiß nicht. Ach so, wegen Schach. Ja, wegen Schach, na klar. Mensch. Aber was ist denn die Tinte? Würde mich mal interessieren. Das haben wir alles beim ersten Mal rausgekriegt. Ah, jetzt kommt wieder der Teddy. Ach nein! Oh, da haben wir ein Feuerwerk bekommen. Wie schön! Na, das ist ja schon ein schönes Ende für das Wohnzimmer-Dinge. Ja, damit haben wir auch schon das zweite Zimmer abgearbeitet und dort die Minispiele gelöst. Ja, und mal sehen, was in den folgenden kommen wird. Ich will es auf jeden Fall wissen. Es ist nämlich eigentlich ziemlich lustig, das Spiel. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss, ihr Lieben!